Eisiges Echo, meine Freunde. Willkommen zur neuen Folge von Star Wars The Old Republic. In der letzten Folge sind uns Jedi begegnet, Aufballmacher, die sollten ja eigentlich gar nicht sein, waren es aber doch irgendwie. Was auch immer. Ich würde sagen, wir gehen da gleich mal weiter. Der Fahrstuhl kommt gleich. Das ist ja... Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das gibt es ja. Das ist so schön. So, da bin ich wieder. Hier wahrscheinlich Cut. Ich muss schauen, wie ich dachte, meine Aufnahme läuft nicht. Aber jetzt doch läuft. Doch läuft. Ja, schlecht finde ich. Den habe ich aber nicht umgebracht. Das war nicht ich. Wie ich gesagt habe, war nicht ich. Burst. Ganz blöd rum. Und... weggesniped. Eine Granate unterwerfen. Hat ihr mir den Granatensound gehört? Ich nehme mich nicht. Sound ist bei mir ein bisschen leise. Muss ich ein bisschen lauter machen. So. Da haben wir schon die ersten... Das Light-Dingensen da. Light-System ist es, genau. Light-System. Weiß ich ja nicht, wie der offizielle Wort dazu ist. Ich bin kein Pilot oder whatever. Ich kann gut Englisch, kann ich sehr gut sprechen. So, dann machen wir gleich fertig. Eieiei, blöd. Das Kabel dahin. Das ist natürlich ein bisschen sehr laut. Eieiei. Was ist denn mit der Sound los? Das ging doch alles immer so schön. Dann machen wir den Invasionsdroiden kurz kaputt. Wegsnipen hier. Ein bisschen Gift ein hier. Das bringt bestimmt bei dem Droiden total viel. Dankeschön. So, dann, ach, mal mit durch den Hannesen da. Ja, ha! In Deckung gehen. So, hab ich dich fertig und dann springe ich noch dein kleines Schifflein. Vielleicht kann ich hier sogar ein Thumbnail draus. Hier Darth Lapis. Ja. Unsere Schiffe nähern sich den republikanischen Transportern. Zerstört weiterhin die Landeplätze. Und es wird für den Feind kein Entkommen mehr geben. Okay. Mache ich. Da haben wir schon das letzte Leitsystem. Mache ich auch gleich kaputt. Steht also wie angewurzelt da. Jetzt steht's nicht mehr da. Ich bin total lustig. Da haben wir schon den nächsten Hannes. Hallo. Was soll denn ich mit diesem Haar? Ich will meine Kanone sehen. Denkt ihr, was Tolles oder was? Ich hab gerade. Derp. Ja, gut. Das hat niemand gesehen. Bitte, es hat niemand gesehen. Ah, oh, schöne Schiffe. Der Granzerklassen müsste es sein. Irgendwelche Fregatten halt. Ich mache es gleich weg. Das interessiert ihn nicht. Der ist gerade vorher in Augen gestorben. Das interessiert ihn nicht. Wir haben einfach keine Lust. Das ist einfach bei denen. Die haben einfach gerade keine Lust. Und dann kämpft es halt auch nicht. So, mal mit ihnen noch schnell fertig. Einmal dich so.
Tja, machen wir noch eine Schifflein kaputt. Angriffsstaffeln eingesetzt. Wir haben 6 republikanische Transporter besiegt. Ich rufe zusätzliche Bodenluftbewaffner. So, da haben wir das Thumbnail gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das ausschneide, ob ich das überhaupt ausschneide. Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, die hat einfach zu sprechen angefangen. Ich habe das so schon getimt und dann labert die plötzlich. Das kann die doch nicht machen. Jetzt muss ich da Schnibbelarbeit betätigen. Ganz viel. Oh Gott. Hallo? What the? Da war eine Wand, die hat bestimmt jeder gesehen. Bin ich, seid ihr blind? Gut, ich habe es ja auch nicht gesehen, aber ist egal. Oh, der merkt es gerade nicht. Der merkt es einfach nicht. Der Düdel. Der Düdel macht es einfach nie. Bam! So ein Gürtel. Der macht seinen Job aber nicht sonderlich gut. Es sind nur noch wenige Ziele in der Luft und sie können nicht fliehen. Aber ein Transporter ist uns entwischt. Ach, ich entsende Bodentruppen. Wir fanden dieses Schiff beim oberen Landeplatz der Fabrik ab. Niemand wird diesen Angriff überleben. Okay. Hafenarbeiter. Ich habe hier gar keine Schiffe gesehen. Ja, ich weiß, heute schmeiße ich die Witze raus. Das ist einfach krankhaft. Drehe die beim Moranische. Deaktiviere das Kraftfeld. Mache ich. Finde den grauen Stern. So, da bin ich wieder nach dem Schnitt. Ich habe gehustet, das will nämlich keiner hören. So, dann machen wir euch fertig. Los, vorwärts. So, machen wir dich fertig. Was lebst du noch? Wieso hat er gelebt? Was denkt er, was der da macht? So. Ach komm, das muss jetzt einfach sein. Also wenn da so gar nichts da steht, dann muss man ihn einfach... Das ist eine goldene Fotoregel, die ist einfach... Die gehört sich einfach. Jetzt habe ich schon neue Handschuhe. So. So, dann habe ich euch hier gleich fertig gemacht. So. Was? Die dunkle Seite wird stärker. Oh Gott, nein. So, dann machen wir mal. Oh Gott, ein Champion, hallo. Heißen die eine Elite heißen die hier. Champion war ein Geek, was da lang ist. Ich weiß. Die heißen immer unterschiedlich. Kennt mal bitte jemand das Ganze? Wo ist denn jetzt? Einfach gleich machen. Das wäre praktisch genauso wie die Steuerung. Das wäre auch mal praktisch. Haben sie alle keine Lust drauf. So. Smartphone, Schnauze. Ich hab gesagt Schnauze. Meine Güte. Hallo, Greystar. Ja, gleich was. Es ist mir auch eine Ehre, euch zu treffen, Sir. Echt, der Verbündeter wie der Adler? Was ist mit euren Vorgesetzten? Ist der Adler ein Freund der Sache? Ich kann euch nicht gehen lassen, mein Freund.
Ihr geht nirgendwo hin, grauer Stern. Ihr dacht, du mehr halt an ihn per Buruni? Gratio per Garhuska, Merini, Minamo Forxa, Meorum. Das war alles eine Falle. Diese Toten? Ich habe es geschehen lassen, um euch aufzuhalten. Bauer, Darugona. Uwe Pori, Ebilskirea, Gut, der Nudar Glangor. Streiker um Dragastol, Frieden, Anteila. Autsch. Werd mich einfach getreten. Was soll das? Was denkst du, wer du bist? Dass du mich hier treten kannst. Wie wär's hiermit? Schlecht gelaufen. Schlecht gelaufen. Gut, genau, passt. Dann schießt man nur schnell seine Schifter vom Himmel, das fliehen wollte. Und jetzt sehen wir hier nämlich auch durch. Dann haben wir bei Mora nämlich hinter uns. Ah, ist das schön. Warte mal, dann geht's wieder nach Nashada. Oh Gott. Problem in den Stadtmaps ist einfach, du kannst nicht abkürzen. Es ist so schlimm. Ah, es ist sogar so unfassbar. Ah, ist das schön. Weil, wie ihr wisst, ich hasse die anderen Fahrstühle. Sie sind einfach nicht schön. So, schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Bei Fanasha, da sind wir schon ein schönes Level. Klar, es geht immer besser, aber durch die ganzen Quests machen wir wahrscheinlich eh noch auf 23 Flammen. Oh, warte mal. Ich glaube, ich konnte hier lang laufen, genau. Jacketas Elite-Wache. Oh, er hat zwei Hypro-Klingen. Also so Elite war der jetzt auch wieder nicht. So, machen wir euch ja noch schnell frisch. Wie der Flugoffizier kann heilen. Ja, nee. Das Schlimmste überhaupt. Gegner, die sich heilen können. Das ist ja fast schlimmer als ein One-Hit-Gegner. Also, ich One-Hit jetzt. So, der hat es auch nicht geschafft. So, da bin ich wieder. So viele Schnitte, die ich heute machen muss. Das ist schlimm. Oh, ein Padawan. Die Glocke mag verloren sein. Aber mein Padawan und ich können die Imperialen aufhalten, während ihr euch neu formiert. Nein. Ihr habt euer Schiff und wir haben selbst ein paar. Ich will, dass ihr alle, die nicht am Kampf beteiligt sind, und die Verletzten von Balmora fortbringt. Hi. Nachdem die Sache hier erledigt ist. Ihr seid verdammt zäh. Wisst ihr das? Ihr hättet nicht angreifen sollen. Wenn wir es von Anfang an mit Reden versucht hätten, würden wir vielleicht nicht in diesem Schlamassel stecken. Wir werden es nie erfahren. Ich habe Jedi, die mich unterstützen. Und die beste Rüstung, die die Balmoranische Waffenfabrik jemals erschaffen hat. Ignoriert die Kratzer. Wir können eure Flucht decken. Nein. Sehen wir lieber, was ein alter Mann für seine Truppen tun kann. Hey. Ich finde das Ganze nicht nett. So. Schlecht gelaufen. Du sollst nicht die 15 Sekunden abwarten, oder? Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Sniper-Schuss. Einfach, echt Problem abgezogen. Einfach, zack. Ein guter Kampf. Ihr habt. Nun, ihr habt etwas, das ich nicht mehr habe. Wollt ihr jetzt verhandeln? Es ist noch nicht zu spät, das Töten zu verhindern. Das höre ich gern. Ich weiß, wie gern das Imperium die Beteiligung der Republik auf Balmora enthüllen möchte. Und zwar öffentlich. Ich kann die Wahrheit über die Invasion gestehen. Wenn ihr meinen Leuten helft. Ein ziemlicher Gesinnungswandel. Was ist mit dem stolzen, unnachgiebigen Großmarschall geschehen? Jetzt gibt es nur noch uns. Ich muss keinen meiner Jungs mehr inspirieren.
Lasst die Balmoraner und alle am Kampf Unbeteiligten gehen. Behandelt die republikanischen Soldaten fair, als Kriegsgefangene. Helft ihnen. Und ich werde allen sagen, dass wir den Vertrag gebrochen haben. Ja, okay, das ist kein Problem. Das Imperium ist nicht ohne Gnade. Wir können uns einigen. Das weiß ich zu schätzen. Scheint, als hätten eure Truppen es ins Innere geschafft. Haltet euer Wort. Und ich halte das meine. Wir sind hier fertig. Gehen wir, Chaketa. Trupp 815. Darth Lakris hat uns geschickt, um eure Position zu verstärken. Nehmt den Großmarschall fest. Wir sind erst einmal fertig. Verstanden. In der ganzen Fabrik wird gekämpft, aber es sieht nach einem Sieg aus. Die Befehle lauten, sich beim Außenposten zu sammeln, wenn ihr könnt. Okay. Das kriege ich hin. So, muss ich eh noch zum Außenposten. Sehr schön. Dann gehen wir schnell zum Außenposten. Immer schon. Los, kleiner Barack-Tügel. Wollen wir uns erstmal hier die XP-Points ab. Schaffe ich es nach unten? Ach, sehr schön, schaffe ich es sogar. Das ist ja schön. Was sammelt sich denn hier alles? Ja, also mit so God of Rain. Ich habe höchst erfreuliche Berichte über euren Erfolg in der Balmoranischen Waffenfabrik erhalten. Wollargen, dieser Narr, hat euch direkt zugespielt. Der Widerstand ist ohne jeden Zweifel gebrochen. Ich mach nur meine Arbeit. Ich habe mich verpflichtet, dem Imperium zu dienen. Und dafür sollt ihr reich belohnt werden. Captain Rigel wird den Bericht schreiben. Darf ich euch um einen letzten Gefallen bitten? Meldet ihm doch bitte euren Erfolg. Ich wollte aber eigentlich meine XP haben. Ach Mann. Hier holen. Ding! Nächster Stück. Darth Lakris. Großmarschall Chaketa ist besiegt und die Balmoranische Waffenfabrik ist gefallen. Ihr riecht nach Rauch und Blut. Ich möchte euch etwas zeigen. Meine Streitkräfte haben Ausrüstung und Informationen von der Republik erhalten. Wir haben auf Befehl des Senats wissentlich und ungesetzlicherweise imperiale Ziele angegriffen. Wir haben den Friedensvertrag gebrochen, der unsere Welten zusammenhält. Und dafür entschuldige ich mich bei allen Bürgern der Galaxis. Auf den Straßen von Coruscant finden Proteste statt. Republikanische Schiffe ziehen sich aus 3 Sektoren zurück. Ihr habt sie gedemütigt. Es ist ein Sieg auf Zeit. Die Republik hat vielleicht ihr Gesicht verloren, aber das wird sie nicht vom Angriff abhalten. Nein, aber wer will das schon wirklich? Ich sammle Truppen für die Säuberung der Balmoranischen Waffenfabrik. Ich werde sie zu meiner Operationsbasis auf diesem Planeten machen. Ohne euch hätte ich wahrlich einen anderen Stand. Habt meinen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid dem Geheimdienst was schuldig. Denkt daran. Der imperiale Geheimdienst könnte eines Tages einen befreundeten Sith gebrauchen. Ich vergesse meine Verbündeten nie. Jetzt sollte ich mich wieder dem Regieren widmen. Es gibt neue Berichte von Widerstandsaktivitäten. Solltet ihr euch entscheiden, auf Balmora zu bleiben, werde ich euch vielleicht schon bald wieder kontaktieren. Sehr schön, plus 2 Ausdauer, das sehe ich immer gerne. So, dann mit 45 Sekunden könnte ich mich porten. Und weißt du was? Wir sehen uns dann einfach, wenn ich dort bin. So, und da bin ich schon in der Kantine. Aber saufen tun wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt erst einmal zerstörenden Feind fertig machen. Die Story-Mission.
Ja. Guten Tag, Soldaten. Ja, nee. Jetzt haben wir so irgendwas geschafft. Und an diesem Punkt hat meine Audiospur gesagt, nein, ich habe keine Lust mehr. Ich mache jetzt ganz lautes Rauschen, so dass man nichts mehr versteht. Und ich das Ganze jetzt nachvertonen muss. Toll. Aber ich würde sagen, spiel mal das Video mal weiter ab. Genau, da rede ich mich über diese total nervigen Fahrstühle, was eigentlich die Entwickler damit haben. Ich erwarte so schnell wie möglich einen ausführlichen Bericht, Stationschef. Natürlich. Sobald sich die Dinge beruhigt haben. Wen haben wir denn hier? Na, wenn das nicht Ziffer höchstpersönlich ist, die triumphierend an unsere Tür klopfte. Ich habe dem Aufseher gerade von euch berichtet. Da gibt's einiges zu erzählen. Ich bin immer froh, für Gesprächsstoff zu sorgen. In der Tat. Wir haben ungewöhnliche Nachrichten von den Streitkräften der Republik abgefangen, die darauf anspielen, dass einer ihrer Leute ermordet wurde. Nun, bevor San Yu Pine starb, schickte er uns einige faszinierende Daten. Wir kombinierten die Puzzleteile. Das war eine ziemliche Drecksarbeit, muss ich schon sagen, ey. Das ist echt nicht sonderlich sauber. Ich kann sein Blut immer noch an meiner Kleidung riechen. Das sollte sich mit der Zeit rauswaschen, was? Ohne den grauen Stern werden die überlebenden Terroristen einige Wochen Amok laufen, aber wir werden sie schon bald zusammengetrieben haben. Die balmoranische Zelle ist keine Bedrohung mehr. Die anderen Zellen im Netzwerk des Adlers werden von dieser Welt keine Rekruten mehr. Das war ein einziger Witz. Ich meine, der graue Stern, den habe ich abgeknallt. Kaum zu glauben, dass diese Leute jemals eine Bedrohung dargestellt haben. Diese Leute haben dabei geholfen, ein imperiales Schlachtschiff zu zerstören und Darth Yadus zu meucheln. Sie waren eine tödliche Bedrohung. Stationschef Reynald wird ab hier alles übernehmen. Er wird aufräumen und etwaige Entdeckungen an das Hauptquartier weiterleiten. Wenn ihr zu eurem Schiff zurückkehrt, meldet euch bei Wächter 2. Sie wird euch über alle neuen Entwicklungen informieren und Credits auf eure Diskretionskonten überweisen. Geld ist immer schön. Geld bereichert das Leben. Da klickst du an. Mensch, erstaunlich, wie ein paar Credits die Laune heben. Kann es sein, dass ihr den falschen Beruf gewählt habt? Ja, ich hab den falschen Beruf gewählt. Das war wieder einmal gute Arbeit, Ziffer 9. Aufseher, Ende. Der Mann verdient es gut, aber Aufseher. Die Anstrengungen zehren an ihm. Wahrscheinlich befürchtet er, dass der Rat der Sith ihm bei lebendigem Leib die Haut abzieht. Kann mir ihm kein Vorwurf machen. Wenn ich der Aufseher wäre, würde ich mir auch Sorgen machen. Versteht mich nicht falsch, ich gebe ihm keine Schuld an dem, was geschehen ist, aber Darth Yadus wurde während seines Dienstes ermordet. Aber jetzt ist nicht die Zeit, über Politik zu diskutieren. Ihr habt euch eine kleine Feier verdient und ich habe noch andere Aufgaben. Endlich hier weg, ja, Mann. Ich bin froh, dieses Schlammloch endlich verlassen zu können. Gebt mir 20 Jahre. 20 Jahre und wir haben aus diesem Planeten eine echte imperiale Welt. Wie so eine echte imperiale Welt wohl aussieht. Nicht schlecht, Agent. Gar nicht schlecht. Ihr und ich, wir bewegen etwas. So, dann gehe ich jetzt hier Richtung, ich glaube, Captain Schokoriegel ist es jetzt, glaube ich. Öffnen wir schön mit unserem Jet-Schub dahin. Ja, genau. Zum Raumhafen musst du. So, geradeaus. Genau, da war Aktyl wählen. Wie es gehört immer. Ja, der war Aktyl, sieht echt cool aus. Ich meine, man muss sich vorstellen, das als Haustier zu haben. Das ist mal mega nice. Der hat vorne am Kopf bestimmt total flauschig. So, das sind wir am Raumhafen. Ja, Captain Schokoriegel. Agent, ich hoffe, ihr habt in eurer Vitrine noch Platz für eine weitere Medaille. Beim Widerstand herrscht ein heilloses Durcheinander. Der Wille der Leute ist gebrochen. Ich habe immer mehr Platz für meine Medaillen. Fast schon uns. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wenn ihr wieder mal jemanden braucht, der eine Widerstandsbewegung lahmlegt, meldet euch bei mir. Wir werden uns an euren pflichtbewussten Einsatz erinnern. War mir ziemlich Wir können euch gar nicht genug für alles danken. Seit Jahrzehnten versuchen wir, diesen Krieg zu gewinnen. Und ihr habt jetzt es in einer großen Zeit geschafft. Danke. Frechheit.
Ja, genau, jetzt bist du schon wieder. Da habe ich mich maßlos so aufgeregt, dass es die gleiche Jacke ist. Die genau gleiche. Nicht mehr irgendeine andere Version, sondern die genau gleiche ist es. Total tolle Questbelohnung. Habe ich mich total gefreut. Muss ich schon sagen. Naja, jetzt gehen wir erstmal zu unserem Schiffelein. So, genau, weil wir müssen ja mit dem Holo-Terminal benutzen. Wir quasseln einfach mit dem Holo-Terminal und fertig ist. So. Genau, perfekt. Und starten. Abflug. Wir uns. Da haben wir Kommandozentrale da. Und zünden. So. Da ist unser toller Ladebildschirm. Der ist total toll. Das ist ein Ladebildschirm. So, dann benutzen wir gleich mal das Holo-Terminal. Sichere Funkverbindung hergestellt. Hier ist Wächter 2. Ich bin froh, dass ihr euch meldet, Sicher. Der Funkverkehr zwischen den überlebenden Zellen hat zugenommen. Und es scheint, dass der Adler einen weiteren Angriff plant. Ja, ich weiß, wer du bist. Ich habe gerade eine Terroristengruppe eliminiert und ihr gratuliert mir nicht mal. Ich meine, danke schön. Ich habe immer gerade eine Zelle zernichtet. Doch jetzt haben wir ein ganz anderes Problem. Ja, zernichtet. Bitte den Duden einfügen, bitte. Der Adler hat nur eine Zelle gebraucht, um die Dominator hochzujagen und Dark Yados auszuschalten. Bei seinem nächsten Angriff will er das gesamte Terrornetzwerk einsetzen. Aber die Nachrichten, die wir abfangen konnten, sind leider viel zu vage. Das nur komplette Terrornetzwerk klingt irgendwie nicht so schön. Das ist ja wunderbar. Ja, wie gesagt, viel mehr können wir im Moment nicht machen. Ihr müsst euch darauf schlechte Neuigkeiten sind nicht so toll, muss ich sagen. Wenn ihr die größeren Zellen eliminiert, können wir weitere terroristische Schaltzentralen identifizieren. Gelingt euch das oft genug, bricht das Netzwerk auseinander. Es scheint, dass ich euch da wieder rausholen muss. Gut. Warum erschießt ihr nicht einfach ein paar Leute? Was würden die eigentlich ohne mich tun? Meine Daten zu ordnen. Ich meine ganze Arbeit, ne? Entschuldigt, das war unangebracht. Ich habe nur keine Energie, um mich mit sozialen Leute, Verhalten das kann ich, zu gut, das kann ich, das ist überhaupt kein Problem. Wir nehmen einen Sniper, also musst du mir nur sagen, welche. So, da habe ich nur einen Sniper und Level 23 geworden. Wie ich es gesagt habe, wir werden schön Level 23. Naja, es sieht eher aus wie ein Sturmgewehr, aber naja. Dann würde ich aber sagen, war es das für die Folge. Hier aktiviere ich ebenfalls noch die Quest für Nashada. Ich hoffe, euch hat die Nachvertonung. Ich hoffe, ihr kriegt das alles so richtig hin. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ciao.